Hi Leute, heute geht es um den richtigen Start in den Tag. Und zwar, wie man seinen Tag starten sollte. Und ja, der erste Punkt ist gleich mal ganz wichtig, denke ich, frühs aufstehen. Das Beste ist, im Rhythmus zu leben. Vor 2 Uhr schlafen gehen auf jeden Fall. Nach 2 Uhr wird kein Melatonin mehr produziert in eurer Zwirbeldrüse im Kopf. Und der erholsamste Schlaf ist vor 2 Uhr, am besten 10 Uhr schlafen gehen und dann lieber früher aufstehen, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr früh aufstehen, ist der wichtigste Punkt. Und dann läuft der Tag auch schon gleich viel besser, wenn man früh aufsteht, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Erster Punkt also. Zweiter Punkt ist dann, einfach mit einem guten Start anzufangen. Jeden Anfang liegt ein Zauber inne, hat Goethe gesagt, glaube ich. Und dementsprechend, so wie du den Tag startest, kennst du es meistens, je nachdem das Gefühl, wo du nach dem Aufstehen hattest, so läuft der Tag dann auch ab. Wenn du mit einer pampigen Laune aufstehst, dann ist es auch ein Scheißtag. Wenn du gut gelaunt aufstehst, da kann auch irgendein Scheiß passieren an dem Tag, bist trotzdem gut drauf. Und deswegen am Morgen erstmal keine Ablenkung. Das erste, was ich mache, ist erstmal kurz meditieren bzw. lesen und einfach mich erst entspannen. Und dann, dritte Sache ist, was ich mache, Yoga bzw. einfach ein bisschen stretchen. Der Körper ist einfach so steif, wenn du aufstehst. Einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen wieder in den Fluss kommen. Alles läuft viel leichter, wenn es im Fluss ist. Und ja, und als vierter Punkt einfach frühs keine Ablenkungen, keine elektronischen Sachen und so weiter. Konzentriert euch völlig auf den Moment, macht die Sachen frühs, was ihr machen möchtet. Lasst euch da nicht hetzen, keine Eile, kein Stress, nicht nur im Moment kommen. Das ist der vierte Punkt. Und als fünften und letzten Punkt, hätte ich vielleicht eher an Anfang stellen sollen, aber frische Luft ist, denke ich, auch immer das Wichtigste, wenn ihr euch bewegt frühs, wenn ihr euch dehnt, stretcht oder was auch immer, ein paar Kraftübungen macht. Lasst das Fenster offen, am besten auch beim Schlafen. Frische Luft ist das Beste, was ihr machen könnt. Und frisches Wasser natürlich, frisches Quellwasser und kein Leitungswasser, kein Plastikflaschenwasser. Ganz wichtig. Das sind so die 5 Punkte, denke ich, um seinen Morgen einfach echt gut zu starten. Und dann wird der Tag auch ganz anders. Man muss sich einfach dran gewöhnen, es jeden Tag zu machen. Und nach einer Zeit wird es einfach zu einer Routine und man will es nicht mehr missen. Und mir hat es so viel weitergeholfen, den Tag so zu starten. Und anders komme ich immer in so einen Stress, in so eine Hektik rein. Und ja, so klappt es einfach viel besser. Ich hoffe, die Tipps helfen euch ein bisschen weiter und ihr könnt ein bisschen was davon umsetzen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Free yourself from all that. Free yourself from all that.